Hallo und willkommen zurück bei Zelda Link's Awakening. In der letzten Folge haben wir Komet nach Hause gebracht und ab jetzt freut er sich immer riesig, uns zu sehen, springt und, ja, waut uns so lieblich an. Wenn ihr euch erinnert, davor hat er ja, na, richtig gekläfft und gebellt, ne? Also wir haben eine tiefergehende Freundschaft geschlossen. Sehr schön. Ja, außerdem haben wir einige Teleporter aktiviert, Herzteile und Muscheln gefunden. In der Story aber soweit noch nicht wirklich weitergemacht, aber schon mal so das Gebiet aufgelegt, wo wir hin müssen, ne? Und jetzt als nächstes will ich für den Beginn des Parts gleich mal in eine Sackgasse laufen, denn das ist der Content, den ihr sehen wollt. Nein. Ich wollte eigentlich mit den Bomben, die wir im Shop gekauft haben, die eine Truhe nachholen, die im ersten Dungeon noch nicht zu holen war, da man damals logischerweise noch keine Bomben hat. So, wir setzen da die Bombe vor die brüchige Wand und hier gibt es tatsächlich bam, eine Zaubermuschel, also gar nicht mal so unwichtig. Und jetzt, wo das erledigt ist, können wir endlich weitermachen mit unserem Weg zum dritten Dungeon. Und da haben wir ja von der seltsamen Stimme am Ende des zweiten Tempels den Hinweis bekommen, zur Orunga-Steppe zu gehen. Und hier sind wir nun. In der letzten Folge waren wir auch schon da und haben, ja, ein paar Sachen gesehen und dies und das markiert, wie zum Beispiel diese geheime Höhle hier mit den Bomben, die wir damals noch nicht hatten. Kommen wir nun hier rein, aber ich sehe schon, dass wir hier leider noch nichts erreichen können. Okay, schade. Dann wechseln wir das Icon zu... Ich glaube sogar, da ist ein Herzteil drin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen machen wir einfach eine Truhe draus. Aber ich platziere das vielleicht ein bisschen weiter oben. Ich glaube, man sieht jetzt den Höhleneingang da. Und wenn nicht, dann ist auch egal, weil ich werde wissen, dass da eine Höhle ist. So, zack. Da gibt es noch eine Truhe. Das war allerdings nicht die einzige geheime Höhle hier. Sondern da an der Stelle gibt es gleich noch eine. Vielleicht haben wir ja hier mehr Erfolg. Wir schnuppern mal hinein. Oh ja, hier ist eine große Fee mit einer kleinen Fee, aber wir haben schon eine in einer Flasche, daher kein Bedarf. Ah, dir geht's ja noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du nicht mehr kannst. Okay. Also schon die zweite große Fee, die erste haben wir ja im Zauberwald gefunden. Und jetzt sollten wir, bevor wir den Totenkopf wegsprengen... erstmal zu Richard gehen. Den haben wir ja schon besucht gehabt in der letzten Folge, aber er wollte nicht wirklich mit uns reden, da er Hunde nicht so sehr mag. Das war natürlich ein bisschen überspitzt, wie er reagiert hat, ne? Also nicht gerade sympathisch. Allerdings müssen wir an der Stelle einfach schlucken und freundlich sein, denn wir sind auf seine Hilfe angewiesen. Ja, sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste in meine Villa fliehen. Oh nein, er musste in seine Villa fliehen. Eine Runde Mitleid. Doch er ist auf der Suche nach etwas. Ich kann ihm vielleicht helfen. Aber erst möge er mir das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Kein Problem. Großartig. Genauer gesagt handelt es sich um 5 goldene Blätter. Und ich will sie alle. Vergesse er nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Voll der abgehobene Typ, ja? Und dann lullt er uns noch ein, dass wir ihm helfen. Aber er sagt erst im Nachhinein, dass es nicht nur ein goldenes Blatt ist, sondern 5. Und das ist schon echt eine Frechheit.
So, Freunde, warum stehe ich hier noch rum, fragt ihr euch? Nun, es gibt ein Easter Egg, wenn man in diesem Raum 3 Minuten verweilt. Keine Sorge, ich werde das gleich schneiden für euch, aber vorher möchte ich noch darauf zu sprechen kommen, dass auch Richard, oder Richard, wie auch immer er jetzt ausgesprochen wird, ein Charakter aus einem anderen Spiel ist und somit zum Teil der Easter Egg-Charaktere dazugehört. Das Spiel erschien für den Game Boy allerdings nur in Japan und ist für mich absolut unaussprechlich, also bitte habt Nachsehen. Es heißt, frei gesprochen, Kairu no Tame ni Kane wa Naru. Jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Und da setzt es ein. Totakas Song. Oh, aber nur ganz kurz. Okay. Trotzdem cool. Totakas Song gibt es in super vielen Spielen. So gut wie in jedem Spiel, wo dieser Komponist mitgearbeitet hat. Und ja, er macht sich immer wieder so einen Spaß draus, seinen Song in die Spiele zu verstecken. Ja, und Link's Awakening gehört da auch dazu. Wollte ich euch an der Stelle nicht vorenthalten. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo zum Teufel ich eigentlich bin. Warte mal. Also da drüben ist der Totenkopfschädel. Ach so, okay, wir haben den jetzt einfach geskippt. Also man muss ihn nicht zwingend wegsprengen, aber das macht die Sache natürlich einfacher. Weil wir hier jetzt diese kleine Abkürzung haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich darunter noch eine Zaubermuschel befindet. Sehr gut. Dann haben wir die jetzt auch. Und es kann weitergehen. Den Honig können wir noch nicht bekommen. Aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen die goldenen Blätter sammeln, die es rund um dieses Schloss hier zu holen gibt. Boah, was ist das denn, das Ameisen? Alter, wie viele kommen da raus? Holy shit! Gib dir das mal. Oder kommen da unendlich raus? Tatsächlich, richtige Plage. Schloss Kanalee, 50 Schritte im Norden. Okay, da unten waren wir aber auch noch nicht, ne? Also glaube ich zumindest. Das können wir uns ja nachher noch anschauen. Aber ich denke, jetzt kümmern wir uns wirklich erstmal um die Main Quest. Allerdings ist der Zugang zu diesem Schloss gesperrt. Deshalb müssen wir mit ihm hier reden. Kiki, der Affe. Bananen, Bananen. Oh, Kiki will sie haben. Gibst du sie, Kiki? Tatsächlich ist nämlich in Link's Awakening die Tauschquest bis zu einem gewissen Grad relevant für die Hauptstory. Denn wenn man jetzt die Bananen nicht hat, die man ja aus der Tauschquest bekommen kann, kommt man hier definitiv nicht weiter. Aber wir haben natürlich schon ordentlich getradet und die Bananen am Start. Ah, oh, Kiki freut sich. Affen, kommt, bedankt euch. Da kommen die auf einmal alle her? Aber ja, die freuen sich offensichtlich sehr über die Bananen und bauen uns als Ausgleich dafür eine Brücke. Geschäft erledigt, weg mit Affenzahn. Kick. Und sie hinterlassen den nächsten Trade-Gegenstand, den Stock. Den hat einer der Affen zurückgelassen. Jetzt gehört er uns. Genau. Und mit dem können wir den Honig holen. Da bin ich mir zu über 90% sicher. Das machen wir dann aber ein andern Mal. Und ich glaube auch hier unten kommen... Oder Moment. Ist das der Ort, den ich glaube zu kennen? Ja! Wie geil! Das ist ein besonderer Ort. Na, schlag schon und lass das gleich bleiben. Da schauen wir jetzt ganz kurz noch rein. Wenn ich richtig sehe, gibt es hier auch noch einen Teleporter. Ja, geil. Den wollen wir doch gleich mal aktivieren. Hier ist nämlich der Muschelbazar. War hier nicht noch mehr? Ah ja, okay. Einfach im Gras. Eine Zaubermuschel. Und genau darum geht's hier nämlich auch. Die Zaubermuscheln.
Wir können sie hier abgeben. Im Muschelbasar. Und die Bäume sehen auch sehr seltsam aus, was daran liegt, dass man mit ihnen reden kann. Komm mir nicht zu nahe, Knirps. Ich verrate dir auch ein Geheimnis. Wenn du mitten in einer Höhle eine komische Schale siehst, streu etwas Zauberpulver hinein. Das Wesen, das darin haust, wird sich freuen. Nö. Eine Schale? Okay, weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist, aber ich merk's mir mal. Komm mir nicht zu nahe, Knirps. Ich verrate dir auch ein Geheimnis. Berühre mit ausgestrecktem Schwert die Wände. Hörst du einen hohlen Klang, lässt sich die Wand mit einer Bombe sprengen. Ja gut, das wissen wir schon. So, nun aber zum Muschelbasar. Das ist der Abgabeort für all die Zaubermuscheln und hier können wir Preise gewinnen. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Zaubermuscheln und betritt danach die Plattform, um das perfekte Schwert zu erhalten. Du solltest wohl mit vielen Zaubermuscheln im Gepäck wiederkommen und dich auf die Plattform stellen. Okay. Ja, im Original war das tatsächlich so, dass man nicht alle Zaubermuscheln bekommen konnte, wenn man nicht aufgepasst hat. Also zum Beispiel musste man eine ganz genaue Anzahl haben und hierher kommen und dann gab es eine weitere Zaubermuschel dafür. Aber wirklich nur, wenn du genau diese Anzahl hattest. Und ich glaube auch, wenn man das Schwert bekommen hat, was es, kann ich schon mal sagen, für 40 Muscheln gibt, dann werden alle anderen, also die restlichen 10, zu Rubinen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie das hier in dem Remake gehandhabt haben, aber ich hoffe, man hat das ein bisschen entschärft und verbessert, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich kacke fände, wenn man nicht alles bekommen kann. Zumal wir auch schon mehr als... Wie viel braucht man hier? Ich glaube 5. Ich glaube tatsächlich für die erste Truhe braucht man 5. Oder, was heißt Truhe? Es ist ein Geschenk. Und da gibt's gleich mal ein Herzteil! Damit haben wir wieder 4 Herzteile gesammelt und bekommen einen weiteren Herzcontainer. Oder? Etwa nicht? Doch. Der stand wohl noch im Stau. Und für 15, soweit ich weiß, bekommt man, was ist das? Du hast den Muscheldetektor erhalten. Er zeigt dir, wenn sich eine Zaubermuschel in der Nähe befindet. What? Sowas gibt's? Lol, das wusste ich gar nicht. Muscheldetektor, ein Suchgerät für nahe Zaubermuscheln. Drücke A zum Ein- oder Ausschalten. Okay. Man kann es auch ausmachen, wenn man das nicht will, aber ja, seien wir mal ehrlich. Viele Zaubermuscheln in dem Spiel sind krass versteckt oder ein bisschen random. Ich denke, das ist schon okay, oder? Lassen wir das mal an. Und ja, ich hatte recht. Also den ersten Preis gibt es für 5, den hier für 15 und den Rest... Weiß ich nicht. Könnte 30 sein. Dann die vorletzte Stufe ist definitiv 40 und die letzte dann logischerweise 50. Demnach haben wir eigentlich alles, was man jetzt am Anfang bekommen kann. Und das ist doch ganz schön was gewesen jetzt, bin ich der Meinung. Ein Herzteil und dieser Detektor... Eigentlich ziemlich krass. Da wäre jetzt noch mehr gewesen, laut Karte. Unten. Ja, wobei. Auch nicht so viel. Aber wir können da ja nochmal vorbeischauen, wenn wir Schloss Canalé erkundet haben. Denn das geht jetzt erstmal vor. Man driftet in diesem Spiel immer wieder ab, ne? Man macht irgendwie nie das, was man machen soll. Aber auch, weil es so viel zu entdecken gibt. Und das ist voll schön. So, eigentlich muss ich jetzt nicht mehr wie wild... überall meine Schaufel reinstecken, weil eigentlich müsste mir der Muscheldetektor jetzt anzeigen, wo eine Muschel versteckt ist, aber ich mach's trotzdem ganz gerne. Und ja, da der Zugang zum Schloss versperrt ist, müssen wir einen Hintereingang benutzen, so ähnlich wie in A Link to the Past. Also der ein oder andere wird sich da vielleicht zurückerinnert fühlen. Ich glaube, das ist auch ganz bewusst so designt. Wenn man das Spiel kennt, dann weiß man warum, aber ich will ja jetzt nicht spoilern. Jedenfalls, ja, das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Diese, Link's Awakening-Vibes an der Stelle. So, und jetzt wollen wir doch mal gucken, wo sich diese 5 goldenen Blätter verstecken. Boah, da hat mich einer mit einer Bombe getroffen. Warst du das? Okay, ich könnte mir fast vorstellen, dass der eine Bombe trägt, weil es ist ein besonderer Gegner. Und der ist auch sehr flink. Oh ja, eine richtig krasse Nervensäge. Oh, und der taucht auch direkt wieder unter, wenn man zu... schnell ist, aber die Wirbelattacke hat gesessen. Lassen wir ihm mal den Vortritt.
Ah, immer dann, wenn er die Bombe geschmissen hat, bleibt er noch stehen. Andernfalls nicht. Und ich bin tatsächlich so lost und fliege in dieses Loch hinein. Also, das war schon wirklich komplett daneben. Aber, ja. Dafür haben wir ihn jetzt mit 3 Wirbelattacken gekillt und erhalten tatsächlich unser erstes goldenes Blatt. Trotzdem, das bleibt ein fieser und nerviger Gegner. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was ihr so auf dem Kasten habt. Wie ich mir schon dachte, nicht viel. Mal gucken, ob wir noch irgendwo ein Herz finden. Weil die Bomben haben jetzt schon etwas wehgetan. Aber, ja gut, ist jetzt auch kein Drama. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Tor hier geöffnet kriegt. Aber man kann es irgendwie aufmachen. So, und bevor wir da jetzt reingehen, schauen wir auch mal auf die linke Seite. Vielleicht gibt es da ja noch ein Blatt. Es gibt auf jeden Fall ein sehr, sehr fieses Blatt. Ich weiß nur nicht mehr genau, wann das kommt und wie man da rankommt. Ah, okay. Ich glaube jetzt sogar. Oder? Moment. Beim ersten Mal spielen von Link's Awakening findet man das vermutlich nicht. Weil es schon ziemlich gut versteckt ist. Wir haben es gerade gesehen. Na? Hat es irgendeiner der Blindzuschauer gesehen? Hm, vermutlich nicht. Guckt mal da. Da ist ein Rabe, wie wir ihn auch schon auf dem Friedhof gesehen haben. Die am Friedhof haben uns alle angegriffen. Dieser hier nicht. Das ist schon so der erste Hinweis, den die Entwickler geben. Allerdings kann man ihn mit Sprung und Schwert auch nicht erwischen. Man muss tatsächlich hier einen Felsen nehmen, den auf den Baum schmeißen, dann kommt er runter, Schutzschild. Dann halt nicht Schutzschild, sondern Wirbelattacke und zack. Der... Habe ich gesagt Adler? Krähe. Ist doch kein Adler. Junge, Junge. Oder Rabe. Rabe. Ich habe irgendwie gedacht... Habe ich Adler gesagt? Egal. Dieses Federvieh auf jeden Fall hat die zweite goldene Feder. Und die ist schon... ziemlich böse. Bin ich der Meinung. Kann man echt verpassen und als Blindspieler dran knabbern. Den Rest müsste es allesamt hier in Schloss Kanalé geben. Wir schauen mal, ob wir es finden. Oh, 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 oh. Vor den Gegnern auch in Acht nehmen. Die sind eklig. Was ist denn hier los, Alter? Ich glaube, wir sind unerwünscht. Oh, sehr gut. Angriffsbuff. Das können wir jetzt echt gebrauchen. Weil eigentlich sind diese... Ah, okay. Dafür gibt es auch schon ein Blatt. Lol. Eigentlich sind diese Speerwurf-Dudes relativ easy zu besiegen, aber auf so engem Raume und mit 2 weiteren Gegnern kann das schon etwas herausfordernder sein. So, ich würd vorschlagen, wir metzeln einfach alles nieder, was geht. Dann können wir, denke ich, kein Blatt verpassen. Ah, und so öffnet man das Tor. Okay. Oh, es scheint so, als hätte sich das Burgtor geöffnet. Nun kommst du leicht nach draußen. Aber ich will doch noch gar nicht raus. Mir fehlen noch 2 Blätter. Drüben ist, denke ich, nichts. Aber ist schon ein cooles Schloss, oder? Da kommen durchaus A Link to the Past Vibes. Und hier die beiden Skulpturen sehen sehr auffällig aus. Okay. Das lässt einen Gegner spawnen. Ah, aber der hat sogar ein goldenes Blatt. Ja, wunderbar. Es läuft ja wie geschnürt. Und drüben? Vielleicht eine Muschel? Oder ist das nur ein Fail? Wir gucken mal. Da kommt auf jeden Fall auch ein Gegner raus. Ja, gut. Der hat nix. Schade. Aber ich will mich noch nicht beschweren. Oh, shit. Ich nehme mal an, der hat das letzte goldene Blatt. Oh, oh. Das ist ein ziemlich starker Gegner. Trifft man den wirklich schon jetzt? So früh im Spiel? Shit. Ja, dann wird's jetzt ernst, Link. Schleife deine Klinge. Hol dir vielleicht noch das ein oder andere Herz. Und dann wird zugeschlagen. Bomben kriegen wir auch. Ja, aber keine Herzen mehr. Schade. Hier müssen wir auf jeden Fall einen Krug dagegen schmeißen, sonst öffnet sich die Tür nicht. Ja, und jetzt wünscht mir Glück gegen diesen heftigen Gegner. Gut, die Wirbelattacke ist vielleicht keine gute Idee, weil die
natürlich einen auch langsamer macht. Aber der Sprung, der ist nicht so unklug. Wenn er allerdings seinen Schlag perfekt timet, dann kriegt er mich dran. Boah, ist der fies, der Typ. Gehen wir mal ein bisschen mehr in die Offensive. Boah, Bruder, also der hat mich schon ein paar Mal erwischt, ey. 3 Herzen ungefähr hat uns abgezogen, aber es ist und bleibt ja auch ein sehr herausfordernder Gegner. Da bringt auch das Schild nicht viel gegen den. Weil du musst ja auch drauf gehen auf ihn. Sehr heftig. Sehr heftig. Aber nun haben wir alle 5 goldenen Blätter und sollten natürlich schnellstens zurück zu Richard. Okay. Jetzt sind hier echt keine Herzen? Eins. Natürlich in dem einzigen Krug, den ich vorhin nicht zerstört habe, ne? Natürlich. So, wir springen einfach runter. Link kann das. Mit einem Salto sogar. Glaube ich, der Einzige, der von der Burg so runterjumpen kann, ohne sich was zu brechen. Aber gut. Er ist ja auch ein Held. So, und bei der Gelegenheit schauen wir auch gleich mal hier runter in dieses Gebiet. Da waren wir vorher, da ist dieser Muschelbazar. Aber hier waren wir noch nicht. Was gibt's hier Schönes? Zoodorf rechts und Zwergenbruch im Süden. Ah, okay. Und ein Geheimgang. Ich glaube, da kommen wir nicht weit. Ja. Da müssen wir schwimmen können und noch ein bisschen was anderes drauf haben. Also das ist für später. Machen wir da mal ein Dreieck hin. Auch darüber kommen wir nicht. Okay. Ja, es ist halt komplett Gebiet für später, ne? Aber haben wir es halt jetzt schon mal gesehen und aufgedeckt. Kann nicht schaden. Vielleicht finde ich ja noch eine Muschel oder so. Das wäre ganz so. Ja, sogar mit Ansage, Lul. Hier irgendwo ist eine. Jetzt wissen wir auch mal, wie dieser Muschelsensor reagiert. Kann man eigentlich nicht überhören. Ich glaube, rechts an der Seite ist auch noch ein Icon aufgeploppt. Ah, scheiße, Mann. So viele Gegner hier. Nein, die Bombe! Hä, wo denn? Ach so, hier, der Stein, oder? Ja. Ich hab's nicht gesehen, weil ich auf die Gegner geachtet habe. Okay, ich glaube, das ist auch schon der ganze Sinn dieses Orts. Oder? Gibt's hier noch irgendwas? Oben ist eine Eulenstatue. Aber auf der Overworld können wir die ja noch gar nicht verwenden. Ich weiß nicht, lohnt es sich trotzdem da in die Höhle reinzugehen? Vielleicht. Und hier haben wir neue Gegner am Start, die sehr ätzend sind. Denn die können, wenn wir nicht schnell genug sind, mit ihren, ja, Totenkopfhelmen, kann man fast schon sagen, auf uns zurennen und sind so natürlich perfekt geschützt, können uns easy Schaden machen. Da müssen wir echt aufpassen. So, und hier gibt es jetzt noch eine Leiter, die nach oben führt. Kommen wir dann wahrscheinlich bei der Eulenstatue raus. Ich schätze mal, da wird eine Zaubermuschel sein. Vielleicht auch noch eine Schatztruhe. Mal sehen. Oder ich mache den ganzen Weg umsonst. Was ich nicht hoffe. Komme ich denn jetzt da durch? Geht doch gar nicht. Ach. Aber manchmal bin ich auch ein bisschen lost. Entschuldigung. Geht gar nicht. Ah ja. So, was ist das für ein komischer Stein da? Verstehe ich nicht. Wir können den nicht hochheben, wir können ihn nicht sprengen, wir können gar nichts damit machen. Okay. Das schnalle ich nicht. Das ist mir zu hoch, Mann. Erklärt's mir bitte. Oh ja, Muschel ist hier irgendwo. Muschel. Ach, mit denen können wir ja doch reden. Ups. Habe ich mich auch da vertan. Entschuldigung. Geheimnisse der nahen Erde.
Ja gut, ich glaube, da spielt sie auf die Muschel an. Aber, ach, da ist sie schon. Blöd. Chillig. Ja. Das wird die Muschel gewesen sein, was sie gemeint hat. Okay, hat sich der Weg nach oben ja doch gelohnt. Und gab's nicht in dem vorherigen Raum noch eine Passage gen Süden? Warte. Hier meine ich. Ging's da nicht runter? Ja, doch, tatsächlich. Was haben wir denn hier noch? Warte, kriege ich aber auch ein bisschen aufs Maul, ne? Viele Herzen verloren. Oh, wir haben ja fleißig Herzteile gesammelt, also können wir uns das leisten. Ja, jetzt sogar gekreuzt worden. Da kannst du ja gar nicht alles abwehren. Wie gemein. Und jetzt 1000 Herzen auf einmal. Läuft. Tja, das gibt's alles im Hero-Mode nicht. Ich glaube, das wird ein spannendes Let's Stream oder was auch immer wir daraus machen. Und hier haben wir noch einen Teleporter gefunden, der zur Zwergenbucht führt. Ja, das ist doch gar nicht mal schlecht. Ne? Haben wir schon mal eine Abkürzung für später sozusagen. Und ich kann zu... Na, gehst du weg? Dem Muschelbazar auf die Schnelle. Ah, hier ist noch eine Muschel. Geil. Und so dann zu Richard abkürzen. Da ist noch ein Herzteil. Sehe ich gerade. Im Wasser. Okay, ist markiert. Und hier kommen wir erstmal nicht weiter. Okay. Warte mal. Noch eine Muschel? Ach so, die ist jetzt aber da hinten. Ja, okay, die markiere ich mir auch mal. Auf der Insel. Alles klar. Das macht so viel Spaß, die Welt zu erkunden, obwohl ich natürlich vieles noch im Kopf habe. Einfach durch diesen doch sehr außergewöhnlichen und sich komplett unterscheidenden Grafikstil im Vergleich zum Original fühlt es sich alles sehr, sehr neu an. Und es ist einfach nur episch. So, jetzt aber zurück zu Richard. Damit wir für den dritten Dungeon alles geebnet bekommen heute. Kann sein, dass die Folge heute etwas länger ist, aber ich glaube, da wird niemand was gegen haben. Ganz im Gegenteil. Ach, weißt du was? Aua. Ey, lass mich durch, du kleiner Keck. Das gibt's doch nicht, ey. Was für ein Scheißgegner. Ich hasse sie. Was ich sagen wollte, wenn wir jetzt schon hier auf dem Weg sind, dann können wir uns auch gleich mal den Honig holen. Moment, was macht der denn hier? Taren, was ist los? Hallo, Domi. Ein schöner Stock, den du da hast. Danke. Hörst du mir mal kurz? Den in der Tasche meine ich. Ah, okay. Moment, was machst du da? Das soll man aber nicht machen! Du Idiot! Naja, er wird gestochen, wir bekommen den Honig. Guter Deal. Aber an der Stelle habt ihr hoffentlich was fürs Leben gelernt, Leute. Das, was Taren da gerade gemacht hat, solltet ihr auf gar keinen Fall nachmachen. Glaubt mir, liebe Kinder. Oh, ist der dumm. Aber schon auch irgendwie verdient an der Stelle. So. Hallöle, Richard. Ich habe alles beisammen. Ah, sehr gut. Er hat alle Blätter finden können. Schiebe er diese Statue hinter mir zur Seite und er findet, was er gesucht hat. So, so. Was hast du denn da in deinem Keller? Ich hoffe, wir finden jetzt hier keine Leichen oder so. Das wäre ein bisschen belastend. Oh, eine Muschel? Chillig. Also was das angeht, sind wir echt gut dabei. Und jetzt mit dem Sensor wird es natürlich auch nochmal erheblich einfacher. Ich glaube nicht, dass es den im Original gab, oder Leute? Schreibt mir das mal eben, das weiß ich nicht mehr. Aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Finde ich aber gut, dass das sozusagen vereinfacht wurde. Das ist schon okay.
War doch klar, dass das hier fake ist. Ach, jetzt kommen wir hier in seinen Garten. Warum hat er da so viele Löcher? Ach du Schande. Nein! Ich weiß nicht, ob hier noch Muscheln sind, aber wenn, müsste der Sensor mir die ja anzeigen, ne? Ach so, warte, oben war doch ein Herzteil. Stimmt. Das sollten wir uns unbedingt noch holen. Damit, komme ich da überhaupt ran? Mit gut Glück! Ja, okay. Aber ich glaube, eigentlich soll man das nicht so holen, weil das ist schon sehr knapp bemessen. Gibt später noch eine bessere Möglichkeit, um, ja, weit zu springen, sag ich mal. Aber hey! Wir haben es bekommen, von daher... Wen juckt's? hi? Mutter Erde Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Ah! Das ist der Schlüssel für den Dungeon! Der Schleimschlüssel! Er öffnet das Tor in der Urunga-Steppe. Alright, dann haben wir jetzt alles beisammen, um in den dritten Dungeon zu gehen. Ich bedanke mich fürs Ansehen, liken und kommentieren. Nächstes Mal geht's dann eben genau in diesen Dungeon auch rein. Bis bald!